Hallo liebe Seher von CryptoTV, hallo armseliges Österreich. Ihr seht, wir stehen hier einmal mehr vor lustigen Wahlplakaten. Ihr wisst ja, super Wahljahr 2024. Und wir stehen hier vor dem Neutor, jenem verkehrsrelevanten Nadelöhr, das die Neos jetzt ja erneut gern sperren lassen würden. Der Roman und ich waren da letzthin bei einer Veranstaltung derselbigen. Das Video wird der Roman verlinken. Auch heute zur Erklärung, heute ist Samstag, der 27. Jänner 2024. Das heißt, bald liegt ein ganzer weiterer Monat des Irrsinns. Hinter uns sind wir ein bisschen aktiv. Das heißt, wir ist wie üblich der Roman an der Kamera, noch nicht am Zittern, obwohl die Temperaturen schon wieder nahe am Tiefpunkt der Hitze, sprich roundabout bei wenigen Graden plus über Null sind. Ich glaube, wir haben gerade 2 Grad oder so. Ja, bei Extrajacken. Und ja, weil du einfach so ein Schwurbler bist und nicht an Klimawandel glaubst. Du hast da einen Schal und eine Haube auf. Vielleicht solltest du mal kurz ein Selbstbildnis machen, damit unsere Seher sehen, wie gut du eingepackt bist. Damit wieder zurück. Also wir haben den 27. Jänner. Das heißt, wir hätten theoretisch Tag 2 der Erotikmesse in Salzburg. Aber nachdem wir da letztes Jahr im April schon waren und die wirklichen Highlights eigentlich der christliche Fuzzi vor der Tür und der adipöse Porno-DVD-Onkel waren, werden wir uns das dieses Jahr sparen. Sparen ist nämlich angesagt, ihr wisst, die Teuerung galoppiert weiter. Und so sind wir heute einmal wieder im politisch-kritischen Rahmen unterwegs und gehen jetzt weiter unseren Weg durchs Neutor, solange das noch offen ist. Und erfreuen uns gleich auf Anfahrer. Oldschool ohne E-Bike, selber Körperkraft hält fit. Fand ich toll. Jedenfalls, da sind wir jetzt im Neutor und da wird auf großen Plakaten, sehr schön zu Romans Biberjacke passend, darauf hingewiesen, dass die Salzkammer gut jetzt European Capital of Cultures in Bonn. Da gab es letzthin eine große Eröffnungsfeierlichkeit zum Occasionspreis von lediglich 30 Millionen. Warte, da müssen wir ganz kurz ein bisschen aktiv sein. Haben wir da schon wieder so eine schöne Graffiti-Tötte wandern. Dann machen wir da einfach auch gleich was. Also zum einen haben wir da natürlich wirksam auf Augenhöhe sozusagen für den Österreicher einen Hinweissticker. Wird wahrscheinlich nicht lang halten, aber man wird sehen. Der hat ganz gut überlebt bislang. Ja, weil unser letztes Video auch noch gar nicht online ist. Und der Protestzug der guten Menschen, die gestern in Salzburg vermeintlich gegen rechts auf die Straße gegangen sind, ich werde darauf später dann nochmal zu sprechen kommen, der ist ja nicht durchs Neutor geleitet worden, das heißt, die haben den gar nicht gesehen und entdeckt. Und insofern sind die lieben Kleinen vielleicht entweder größentechnisch, es ist ja doch ein bisschen höher, noch nicht drangekommen, oder aber sie wissen einfach noch nicht, wo er biegt und deswegen hängt er noch. Sei es wie sei, wir machen gleich noch ein Aufklärungsblatt dazu. Ich habe nämlich heute bei einer sehr nett lächelnden und ein bisschen flirtenden und damit mein Herz erwähnenden jungen Dame im Bauhaus, ja, sowas gibt's, also die hat sich nicht versteckt, war ansehnlich freundlich und nett, neues Klebeband erworben aus der schmalen Abteilung, ihr wisst ja, Malerband, weil leicht ablösbar und damit ein minimales Ausmaß an, in Anführungszeichen, Vandalismus. Und jetzt habe ich wieder eins und das nutzen wir gleich und machen da halt einmal so einen Infozettel hin. So. Schauen wir mal, wie lange er hängt. Ich habe ja da wie üblich den Verdacht, dass es nicht allzu lang ist. Wenn man sich hier in Österreich der wichtigen Themen annimmt, zum Beispiel Kanzler reden, aber auf die kommen wir dann auch später noch zurück. So, zurück im Text, also da haben wir das erste große Plakat von der Kulturhauptstadt. Ich verliere schon wieder einen Button. Nur wenn es echt nervig, weil es irgendwer fragt,
Das liegt aber vorrangig daran, dass einfach die Qualität des einen oder anderen Schnurblerprodukts einfach nicht daraus ausgelegt war, dass dieser Wahnsinn uns über Jahre beschäftigt. Aber nachdem der Österreicher ja wie schon mehrfach bemerkt wenig dagegen tut, wird das auch so bleiben. Egal! Da kommen wir jetzt zum zweiten großformatigen und somit sicher nicht ganz billigen Farbdruckplakat zum Thema Kulturregion Bad Ischl 2024. Der Roman hält's fest. Diesmal in Türkis gehalten. Und wie gesagt, da gab es letzthin eine fulminante Eröffnung mit Kinderchor und dem sogenannten Budertanz. Da haben wir jetzt das dritte. Der Roman hält es nochmal fest, einfach nur, dass man sieht. Mit dem sogenannten Budertanz. Wie er wissen will, um was es darum geht und sich selbst eine Meinung bilden will, ob sowas dann unabhängig von diesen Plakaten hier 30 Millionen Euro wert war, der kann sich gern den dazugehörigen Bericht anschauen auf RTV Privatfernsehen. Ich glaube, wir werden sogar ein paar Screenshots mit einblenden, das finde ich wirklich prekär. Ich sehe da das Problem, dass du dann wieder gestrikt wirst wegen Nackten. Ja, den Pimmel werde ich ein bisschen zensieren. Gut, jedenfalls, also man findet in dem besagten Bericht von RTV Privatfernsehen, der Roman wird den natürlich wieder verlinken, ein paar Bilder und auch eine Stellungnahme von Florian Macher. Und ja, da hätte ich gesagt, sind wir jetzt einmal durchs Neue Tor durch, beim Festspielhaus, also es geht hochwertig kulturell weiter. Wir sind am Weg in die Stadt. Und der Grund für diesen Spaziergang ist, dass ich grundlegend später zwar sowieso in die Stadt müsste, weil die Säufersonne im Zenit steht und damit an diesem heutigen Samstagabend natürlich einmal mehr für mich Dienst angesagt ist. Ich werde allerdings heute, wie sich das gehört, vorm Dienst die Chance ergreifen und eine weitere Veranstaltung der Menschheitsfamilie anschauen, ihr beiwohnen und mit dem Roman zusammen für euch ein bisschen festhalten und dokumentieren. Heute ist nämlich in Salzburg zu Gast im Kongresshaus Dr. Daniele Ganser. Wir hatten den Herrn schon mal erwähnt, für alle, die ihn nicht kennen, im Prozessvideo vom Herrn Peter Schutte von der Menschheitsfamilie. Dr. Daniele Ganser ist Schweizer, er ist Historiker und er ist Friedensforscher und er ist mit seinen sehr guten Arbeiten ein bisschen umstritten, weil er ja mitunter Dinge sagt, die nicht dem Mainstream-Narrativ entsprechen. Ja, schau, ist getroffen. Und ja, deswegen meint der Roman, kommen wir heute vielleicht sogar in den Genuss vor Ort, eine Demonstration noch zu haben. Wir werden uns überraschen lassen, werden jetzt aber einfach einmal schauen, dass wir da hinkommen. Der Roman lässt einfach ein bisschen die Kamera laufen, weil man ja ein bisschen plaudern kann am Weg. Es heißt ja immer, wenn einer eine Reise tut, hat er viel zu erzählen. Ich glaube, das Getümmel der Getreidegassen sparen wir uns. Ich würde vielleicht nur erwähnen, 2014-15 hat bei Kongresshaus Joe Conrad mal auch eine Saal gemietet und da hatten sie gegen rechts demonstriert. War auch eine Veranstaltung im Sinne von Gespräch über Weltfrieden, wie man das erreichen kann. Aber so ist die heutige Zeit. Darum legte ich diesen Verdacht heute sehr nahe. Ja, wie gesagt, die Möglichkeit besteht natürlich. Ich glaube allerdings, nachdem gestern, Freitag, den 26. ja quasi zwei fulminante Ereignisse waren. Also zum einen unser Kanzler. Ihr wisst schon, der mit der Flex die Lebensgefährder von den Gutmenschen trennen wollte, der einen Terroranschlag zu verantworten hat und ausgesessen hat, der die Kinder bei McDonald's billig ernähren will, wenn nur das Geld nicht reicht, der den alleinerziehenden Müttern und anderen Menschen einfach gesagt hat, mehr hakeln gehen, und ja, der halt
einfach regelmäßig einen Karl aushaut, wie ich zu sagen pflege. Der ist ja gestern in Wels. Was? Das ist eine Begegnungszone, Roman, da musst du nicht zur Seite hupfen. Da begegnen sich Bus und Fußgänger. So, jedenfalls ist unser Kanzler, wobei unser ist ja nicht, nein, wir gehen da vor. Gestern vor 2000 ÖVP-Affinen, ja tatsächlich, sowas gibt es in dem Land noch. Wilfried der Weitsichtige war da und ein paar andere, ja, sage ich jetzt nichts dazu, dauert sonst das Video zu lang. Außerdem würde man mich dann eventuell wegen vermeintlicher Hate Speech eventuell klagen wollen, weil ihr wisst ja, ich habe vom Wilfried den Weitsichtigen, der die Gastronomie zugesperrt hat, um den Wintertourismus zu retten, der den Salzburger Bürgern gesagt hat, wer nicht den passenden Ausweis vorzeigt an der Kasse, der kann dann halt nicht einkaufen und so weiter, nicht so wirklich viel über. Als Vorstandsmitglied der Salzburger AG ist er jetzt auch nicht unbedingt mein Sympathieträger, aber wie gesagt, der war auch dabei, neben ein paar anderen ÖVP-Granden. Und ja, der Kanzler hat dann da erklärt, wie sein Plan für die Zukunft Österreichs unter seiner Führung aussieht und hat den Österreichern in Aussicht gestellt, es geht jetzt quasi darum, dieses Jahr zu entscheiden zwischen ihm und dem anderen. Also für alle, die es nicht wissen, der andere ist dann der Herbert Kickl von der FPÖ. Und ja, was mich angeht, ist die Entscheidung eindeutig gefallen. Er kriegt keine Stimme. Er kann von mir aus dann bei McDonald's hinterm Tresen arbeiten, wenn seine Politkarriere vorbei ist. Für mich ist Karl Nehammer eigentlich keinen weiteren Kommentar mehr wert. Und ja, wie gesagt, der war gestern aktiv. Und in einigen Städten, darunter natürlich auch in der schönen Mozartstadt. Schau, da haben wir jetzt Wahlplakate von den Grünen. Wählen Sie. Es ist doch die, die was den Kogler anmoderiert hatte. Ja, ja, du willst leistbare Wohnungen? Naja, also die Grünen sind, soweit ich weiß, jetzt seit ein paar Jahren in der Regierung. Bin auch sehr begeistert, dass die jetzt auch drauf kommen, da, dass man mit den Wohnungen was machen kann. Das ist ähnlich wie beim Kanzler gestern. Der hat auch erklärt, was er alles macht, sozusagen, wenn er Kanzler wäre. Und hat dabei irgendwie in seinem Dilettantismus vergessen, dass er eigentlich Kanzler ist und dass auch seine Partei schon seit Jahren in der Regierung sitzt. Also man hätte ja die Chance gehabt. Egal, was haben wir machen. Wie sehr man ja sieht, wie inkompetent diese Dame ist, wenn in der Gruppe Konflikte vorherrschen, sie das nicht also auflösen möchte, sieht man beim Kogler wieder, was wir gemacht haben. Also, dass wenn kritische Fragen gestellt werden und die Zuseher dann ein bisschen laut und halbmäßig aviat werden, sie da nicht einschreitend gewirkt hat. Naja, da geht es natürlich um das politisch korrekte Narrativ, ne? Egal. Was haben wir da? Du willst eine grüne Stadt? Naja, die wollen wir eher nicht. Schmandgrün vielleicht, ja. Und was haben wir da noch? Du willst bessere Öffis? Na schau, da kann sie sich ja dann mit den Neos zusammen, die haben da ja auch letzthin Konzepte erarbeitet im kleinen Saal. Ich denke mir, da hätte ein paar Grüne auch noch reinpasst, der Saal war klein genug. Ja, bei den C14 Städten sind sie auch sehr untriebig. Ich finde es mit der grünen Stadt ja nett. Das waren ja die Grünen, die da 800.000 Bäume zugunsten einer Überland-KV-Leitung fällen haben lassen. Also wie gesagt, grün ist ja nicht mehr grün. Aber bei egal. Lockstein, ja. Hab mir wieder selber unterbrochen, ob der tollen Wahlkampfaufsteller, die natürlich wir mit unserem Steuergeld zahlen. Wir haben jetzt jedenfalls das große Vergnügen, warte, dann unterbrich ich mich auch nochmal selber, weil da ist viel Volk jeglicher Couleur unterwegs. Ah. Machen wir natürlich am Weg, weil es ja bekanntlich sonst keiner macht, noch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Wie gesagt, die Medien haben sie ja auf eine Nehammer-Rede gestürzt und ja, auf andere, ich sage einmal, zu vernachlässigende Themen. Und deswegen rufen wir nochmal ins Gedächtnis,
was theoretisch wie praktisch die Souveränität Österreichs sowie damit verbunden seiner einzelnen Bürger gefährdet ist, wenn der WHO-Vertrag ratifiziert wird und die internationalen Gesundheitsregeln oder Vorschriften dementsprechend in Kraft gesetzt werden. Aber wie gesagt, darüber findet man ja in den Systemmedien wenig. Ich habe in unserem letzten Video auf dem Weg zu den NEOS schon erwähnt, OE24 hat zumindest 20 Minuten Interview zwecks einer Buchpräsentation über die gestohlene Normalität an Herbert Kickl gegeben, der das Thema angesprochen hat. OE24 hat letzthin auch, habe ich beim Einkaufen gesehen, in seiner Printmedienvariante festgehalten, dass Österreich inzwischen ganze, ich glaube, 585 verschiedene Medikamente fehlen. Ja. Und damit sind die Medikamentgruppen gemeint, also nicht uns fehlen 585 Medikamente, sondern uns fehlen dementsprechend, also nicht verschiedene Medikament-Chargen, Serien, Gruppen, wie auch immer. Und ja, nachdem unser aktueller Gesundheitsminister, wie auch letzthin erwähnt, ja gerade damit beschäftigt ist, dem Paxlovid nachzuermitteln, schätze mal, wird da nicht so viel passieren, aber vielleicht hat das sogar auch unser Kanzler in seiner Rede, was er tun würde, wenn er Kanzler wäre, in Wels erwähnt. Ich war ja nicht bei den 2000 ÖVP-Lern, insofern weiß ich es nicht. Ich habe mir die Rede auch noch nicht im Ganzen angeschaut. Es ist meiner Gesundheit, psychisch wie physisch, nämlich nicht zuträglich, wenn ich da permanent kurz vor dem Brechreiz bin. Und deswegen schaue ich mir das mal an, wenn ich motiviert bin. Vielleicht auch nie. So, der nächste Aufklärungszettel hängt. Ja, jedenfalls, es fehlen Paxlovid, es fehlen 585 verschiedene Medikamente in Österreich. Also unser Gesundheitssystem ist auch ganz ohne Covid weiterhin im Arsch. Aber Covid ist immer noch ein Thema. Gestern sprach nicht nur der Kanzler in Wels, sondern es waren auch die Omas gegen rechts und andere Menschen auf der Straße. Und die Seher von CryptoTV werden wissen, ich bin ein Freund des Demonstrations- und Versammlungsrechts. Ich gehe auch für Meinungsfreiheit auf die Straße. Das heißt, ich finde es gut, wenn gegen rechts demonstriert wird. Allerdings stelle ich mir aktuell schon sehr oft die Frage, was man heutzutage als rechts verurteilt, wobei ja eine rechte Gesinnung noch nicht strafbares ist in einer Demokratie mit verschiedenen Ansichten und Meinungsfreiheit. Verboten ist ja meines Erachtens noch der Rechtsextremismus, aber ja. Auch gesagt, der Linksextremismus. Ja, wie gesagt, dazu komme ich dann noch. Da war gestern eben auch eine Handvoll Leute, also wenn man auf Google, ja, einmal reinschaut, dann gehen da die Meinungen von 700 bis ein bisschen über 1000 Leute. Ich hätte einmal gesagt, ist jetzt nicht weltbewegend, ist zugegebenerweise größer als die Gruppe, die immer noch am Sonntag um 14 Uhr zur Power-Meditation durch Salzburg zieht. An dieser Stelle ganz viel Liebe natürlich für alle Bürger. Natürlich auch für jene, die, und da komme ich wieder zum Thema zurück, immer noch, weil es die Linken so gern machen, vermummt mit Kaffeefüttern solidarisch gestern durch die Nacht gezogen sind und weil sie ja gestern auch wieder mal den trockensten Regen seit 125.000 Jahren gehabt hat, hat man natürlich auch Regenbogenfarben Schirme gesehen. Das heißt, auch die Fraktion rund um LGBTQ und Koba unterwegs
finde ich sehr wichtig, ist wahrlich ein Problem, das wir ganz dringend angehen müssen. Ich stelle mir immer die Frage, wie die Menschheit überhaupt so weit kommen konnte, ohne Transgender-Toiletten in Afrika und Ähnlichem. Aber ja, es ist auf alle Fälle schön zu sehen, dass die guten Linken sich weiterhin, wie sie es früher schon getan haben, aufgrund ihrer feigen Gewaltakte, die du vorher da erwähnt hast, jetzt nach wie vor hinter Masken verstecken. Jetzt können sie es ja quasi zwecks der Volksgesundheit. Ja. Und ja, da sind wir dann halt. Ist aber egal, wir haben jetzt hier ein bisschen Infomaterial hingeklebt. Ich vermute mal, es wird nicht lang hängen. Ich hätte vielleicht noch Info wegen diesen Gutmenschen, die gerade gegen rechts demonstrieren. Gewisse Schulen, ist zwar in Deutschland der Fall, Österreich nicht belegt, da bekommen Schüler von den Lehrern eine bessere, gute Note, wenn sie sich in ihrer Freizeit an diesen Demonstrationen mitbeteiligen. Bei den Bauern war das nicht der Fall, aber so sieht man schon wieder, wie Noten verteilt werden. Social Credit System würde ich dazu sagen, oder? Ja, das kann man natürlich so sehen. Die Hauptproblematik, die ich dabei sehe, ist natürlich, dass meines Erachtens noch die Lehrerschaft ja, schon ein bisschen da im Staatsdienst ist und da natürlich leichter aktiviert werden kann. Ja. Und die nehmen dann halt einfach ihre Schüler mit. Das heißt, die werden da automatisch ein bisschen ja, benutzt. Und man hat ja bei Corona-Demos Eltern, die ihre Kinder mitgehabt haben, weil sie es halt nicht daheim im Wohnzimmer eingesperrt haben, vorgeworfen, da werden Kinder instrumentalisiert. Ja. Wenn man jetzt ganze Schulklassen zum Teil bezahlt, ja, da kommt es nach Wien oder keine Ahnung wohin, irgendwo hinkarrt, dann heiße ich persönlich das nicht besser. Ja, was? Aber wie gesagt, es ist natürlich nur einmal mehr, warte, da kommen auch viele Leute durch. Es ist natürlich einmal mehr nur meine Meinung. Und ihr wisst natürlich, meine Meinung ist falsch, weil ich habe kein Parteibuch der Einheitspartei. Ich wage noch selber zu denken und mir keinen Maulkorb aufzusetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es eben um den Kaffeefilter geht. Aber ja. Wir setzen unseren Weg jetzt einfach mal fort. Und kommen dann letztendlich zeitgerecht zu unserem Ziel, dem Kongresshaus. Auf dem Weg dahin sind vielleicht noch zwei Dinge, auf die ich aufmerksam machen möchte. Da haben wir jetzt aber nur ein paar Meter Fußweg. Das heißt, da werden wir jetzt einfach ein bisschen die Kamera laufen lassen und dahin schlendern. Und da wird auch gepostet und fotografiert. Da haben wir einen Mistkübel, da kann ich meine Überreste. So, da sucht man wieder Mitarbeiter. Die wollen, wenn ich das so richtig sehe, den ganzen Laden austauschen. Weil die brauchen einen Store-Manager, einen Assistenten vom Store-Manager, einen Schichtleiter und Verkäufer in Voll- und Teilzeit. Also ich glaube, die schmeißen einmal die Belegschaft raus und ersetzen sie durch eine neue. So oder sie sind sehr viel krank in letzter Zeit. So unerwartet oft. Ja, das mit dem Kranksein ist ja in Deutschland jetzt aktuell der letzte Knüller der Ampelregierung. Die haben sich ja neben all ihren anderen kompetenten Aussagen tatsächlich nicht erblödet, jetzt festgestellt zu haben, im Schulterschluss mit Studien der Pharmaindustrie, also mit Bayer, Pfizer, Novavax und Co., also die Namen werden euch was sagen, festzustellen, warum Deutschland sich aktuell in einer Rezession befindet. Das liegt nicht an der unfähigen Ampelregierung. Das liegt nicht an dem 12. Sanktionspaket, das irgendwie nicht so ganz gegriffen hat. Das liegt nicht an dummer Covid-Politik, die es da einst gab.
sondern das liegt daran, dass die Deutschen einfach zu viele Krankenstände haben. Wobei man dazu ja anmerken muss, dass die Krankenstände in Deutschland ja wirklich gestiegen sind. Na, da schau her. Und da gab es ja sogar einen Aufschrei der deutschen Krankenkassen. Und das erstaunlicherweise, ein Schwurbler, wer Böses dabei denkt, so richtig ab dem Jahr 2021. Ich sage jetzt nichts dazu, ihr könnt euch gern die Mühe machen, drüber nachzudenken oder vielleicht auch dazu den Goggle zu befragen, was im Jahr 2021 in Kraft getreten ist oder um das Volk gebracht wurde, was eventuell dazu führen könnte, dass das hüben wie drüben, bei uns ist es ja nichts anderes, plötzlich mehr Menschen krank wurden. Aber ja, das dürft ihr euch selber überlegen und anschauen. Ich bin schon da, es ist einfach. Fußgehen in Salzburg ist fast genauso anstrengend wie Autofahren. Aber beim Autofahren hauen ja jetzt die Neos nochmal einen Deckel drauf. Auch beim Fußgehen wird schwierig. Egal, wir haben jetzt hier, der Roman wird es festhalten, eine Bankfiliale. Den Farben nach war das ein Hypo. Und so wie mir das aktuell ausschaut, schließen da Tankstelle Kundeninformation. Ab 19. Jänner geschlossen. Naja, aber sie machen zumindest am Residenzplatz wieder was auf. Also dasselbe Fall wie bei der Volksbank in Daxam. Ja, wie gesagt, wäre interessant, ob die Filiale dort dann größer oder kleiner wird. Wird sie größer, hätte ich gesagt, hat sie die Bank vielleicht doch ein bisschen mit der Krise und den Zinsen, die gestiegen sind für Kredite und Co., aber nicht für die Sparer, gesund gestoßen. Ja, die Sparer haben dafür einen größeren Fußweg zu ihrer Bank. Und wenn die Filiale kleiner wird, dann hätte ich gesagt, nein, dann haben wir halt einen weiteren Betrieb, der gerade ein bisschen krachen gegangen ist. Deswegen habe ich gesagt, der Roman wird die Kamera laufen lassen. Wir werden jetzt dann da übersetzen am Weg Richtung Mirabellplatz. Und wir werden da dann gleich feststellen, wenn die Situation sich nicht verändert hat, so, es ist zwar rot, aber noch jetzt, wir sind ja mündige Bürger. So, da machen wir gleich noch ein bisschen, weil es so schön ist, ein bisschen Material. So. Dann Münchner brauchen wir es nicht auf wieder. Ja, soll sich um seine Volksbegehren und Maßnahmen in seinem Land kümmern, also am besten mit dem Trecker losfahren. So. Da war ein unliebsames Werbeplakat, wie es ausschaut. Die Kunden von der SPÖ hat eine Mitleidenschaft gezogen, sind. Ja. So, jetzt haben wir mal wieder weitere 50 Geschichten da los. So. Aber da haben wir wieder eins von der KPÖ Plus, das auch abgerissen worden ist. Also es scheint so, als wenn die KPÖ gar nicht so begeistert ist. Ich weise kurz darauf hin, hier haben wir sehr schön und für jedermann erkennbar, Mahlzeit steht noch auf der Tür. Ich glaube, Mahlzeit ist ziemlich vorbei, weil man sieht, der Roman hält es fest. Hier ist einmal mehr ein Geschäftslokal mit Lager zu vermieten. Dann hätte ich einfach gesagt, gehen wir weiter. Der Roman kann, während die Ampel da rot ist und alle gehorsam stehen bleiben, schon mal festhalten, auch dieses Geschäft hier ist irgendwie zappenduster, finster und nichts los. Nein,
Okay, das ist nicht ganz richtig, es steht noch ein Weihnachtsbaum drin. Nein, das ist Elefantenfutter. Damit der Babyelefant groß wird und wir im nächsten Lockdown einen hannibalschen Kampfelefanten haben. Ich verstehe. So. Also man sieht, es geht in unmittelbarer Nähe des Salzburger Magistrats Schloss Mirabell heiter weiter mit Geschäftsschließungen. Und ja, man kann sich jetzt fragen, woran das denn eventuell nur liegt. Ich habe natürlich keinen Verdacht und auch keine Ahnung, aber ich bin natürlich auch, wie gesagt, bildungsfern, rechtsextrem, Esoteriker, Schwurbler, etc. etc. So, schau, da haben wir einen tollen Spruch. Schimpfen kann man jeder, und da tut es nur der Eder. Da geht es um die Arbeiterkammerwahl und der besagte Herr Eder ist jetzt der erneute Spitzenkandidat, wenn man so will. Schau, da haben wir, das ist toll, da haben wir ein Plakat für die Erotikmesse. Da könnte man zur Bushaltestelle passend eigentlich auch noch so ein kleines Aufding wieder. Jedenfalls, also dieser Herr Eder ist sozusagen aktuell ein bisschen der Spitzenkandidat. Und war mit seiner Fraktion auch am Ruder, wenn man das so sagen darf, als wir uns mitten in der Plan, wie auch immer, Demie befanden. Und es ist recht spannend, weil damals hatte sowohl die Wirtschaftskammer als auch die Arbeiterkammer, also die jeweiligen Vertreterorganisationen von Arbeitnehmern als auch von Arbeitgebern, nicht gerade sehr stark gemacht, um gegen manch fragwürdige Aktionen Stellung zu beziehen. Aber wie gesagt, schimpfen kann ja jeder, ändern tut es da jeder. Oder so ähnlich. Schon spannend. Der hat dann wahrscheinlich jetzt auch einen richtig guten PR-Berater. An dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an alle, die gestern beim Kanzler in Mörs waren. Der hat ja inzwischen wahrscheinlich schon weit mehr als 104 PR-Berater. Weil mit den 104 hat er es ja bis dato nur geschafft, sich zum Karl zu machen, wie erwähnt. Aber das zahlt ja der Steuerzahler. Und da ist es schon schön, wenn da was getan wird. Ich vermute mal den Wahlkampf der Arbeiterkammer. Den zahlen natürlich auch wieder, wie sich so eine Arbeiterkammer gehört, letztendlich dann die Arbeitnehmer. Ja. Was ja grundlegend in Ordnung ist, wenn man sich dann auch für die Interessen der Arbeitnehmer stark macht. Wie gesagt, ich habe das zum Teil, auch wenn ich die Arbeiterkammer natürlich nicht verteufeln will, aber zumindest in Sachen Kampf für oder gegen Plandemie-Idioten-Maßnahmen nicht gerade stark gemacht. Egal. Du, der neue Zombie-Virus, der in den ewigen Eis jetzt wieder sein Revival erlebt, hat uns den Queen zurückgebracht. So viel, dass auch wir ein Positives machen können. Ja gut, ich gehe einfach einmal davon aus, dass man aufgrund der Tatsache, dass alte Größen einfach immer wieder entsprechendes Publikum ziehen, man da halt ein bisschen Leichenflederei betreibt. Man hat es ja zur Huldigung von Falco gemacht, man macht es regelmäßig, wie man weiß, bei Elvis. Der wird öfters geklont, glaube ich. Und dergleichen. So, tja, da haben wir jetzt einen Zebrastreifen, der der Farbgebung noch eigentlich gar keiner ist. Da schauen wir links, da schauen wir rechts. Er hat schon einen schwarzen Fleck auf seiner Weste. Ja, das liegt einfach daran, dass wir diese Frostaufbrüche haben. Ja. Für alle, die nicht wissen, was Frost ist, das ist das, wenn der Watzack vom Höhepunkt des Hitzetiefs redet. Ja. Also das heißt, wenn es, wie die altmodischen alten weißen Männer, die Nazis und Co. sagen würden, wenn es kalt ist, ja.
Und da muss man da halt von Zeit zu Zeit so flickerlweise nachmachen, weil dafür zahlt ja der österreichische Steuerzahler, sprich der Autofahrer, nicht nur Kfz-Steuer mitunter ein Nova und ein Vignetten und keine Ahnung was alles. Da hat man dann halt diese guten Straßen. Aber das ist jetzt natürlich auch nur wiederum meine Meinung und das ist halt so. So, da stehen wir jetzt. Der Roman wird's festhalten, hell erleuchtet. Mit Leuten bereits vor der Tür. Vielleicht ist das die angedrohte Demo. Wenn ja, ist sie sehr ruhig. Vor dem Kongresshaus. An dieser Stelle war einst jener sagenumwobene Vorfall, bei dem Darian H. es geschafft hat, 15 Meter abseits der Polizeiaktion zu stehen und trotzdem mitten in dieser Polizeiaktion eine Straftat zu begehen. Der Fall ist meines Erachtens noch zwar inzwischen mit einer leider nicht allzu positiv ausgegangenen Berufung ein bisschen vom Eis, aber nichtsdestotrotz aktuell immer noch einer der meines Erachtens noch größten Justizskandale der sogenannten Covid-Zeit hier in Salzburg und bedürfte meiner Meinung nach wie vor Aufarbeitung. Der Roman wird das entsprechende Video, um das es da geht, verlinken. Und ich weise noch darauf hin, nur wenige Meter weiter befindet sich mit der Skybahn das Hotel Imlauer, also das Bitterhotel, und ja, damit der Veranstaltungsort des bevorstehenden Polizeiballs, der groß in Salzburg, ähnlich wie die Erotikmesse zuerst, mit Aufstellern plakatiert ist. Der Roman wird da ein passendes Bild einblenden. Und der Imlauer war allerdings unlängst auch wieder, allerdings ohne große Plakatierungsaktion, ganz im Heimlichen sozusagen, der Veranstaltungsgastgeber der Schwarzen Nacht. Also für alle, die nicht wissen, was die Schwarze Nacht ist, das ist jene Ballnacht, in der sich die einstmals Schwarzen, dann auf Türkis gefärbt, jetzt wieder zurückgekehrt zur schwarzen Seele, feiern, das Tanzbein schwingen und während das Volk sich das Leben zum Teil nicht mehr leisten kann, Party macht. Der Ball war dieses Jahr mit über 550 Gästen ausverkauft. Das kann man den Medien auch so entnehmen. Also Salzburg 24, SN und keine Ahnung, wer aller hat euphorisch darüber berichtet. Rusty ist aufgetreten, finde ich persönlich schade, aber gut, ich vermute mal, die ÖVP wird eine dementsprechende Gage gezahlt haben. Und ja, wie gesagt, Plakate hat man keine gefunden, verstehe ich aber auch, man hätte eventuell Störaktionen befürchten müssen. Also nicht von mir, ich habe ja arbeiten müssen und nachdem Geld schwer verdient und leicht ausgegeben ist dieser Tage, habe ich das auch gern gemacht. Außerdem, wie gesagt, ich kann nicht bei jedem idiotischen Auftritt der österreichischen Verbrecherpartei, kurz ÖVP, es gilt natürlich weiterhin die Unschuldsvermutung, dabei sein, weil wie gesagt, dann hätte ja gestern in Welt sein müssen oder ähnliches. Ja, ich schaue jetzt einmal auf die Uhr, wie spät es ist, und ich glaube, dann haben wir eh schon wieder lang und breit und selbstverliebt gefaselt. Es ist jetzt 17:45, das heißt, ab 18.30 Uhr gibt es hier offiziell Einlass. Das heißt, wir werden uns da mal ein bisschen vor die Tür stellen und mal rausfinden, was für eine Menschenmenge da wartet. Und der Roman nutzt die Zeit, bis wir da eingelassen werden, und blendet vielleicht nochmal ein, dass das Salzburger Kongresshaus, vor dem wir hier stehen, einstmals ein stark frequentiertes Testzentrum war. Ihr wisst ja, wir haben die höchste, oder nein, stimmt nicht, Fake News, Entschuldigung, die zweithöchste Inflation im EU-Raum. Wie gesagt, in Österreich gehen jeden Tag mindestens 15 Betriebe pleite. Man hat das heute am Weg hierher wieder beobachten können. Viele Immobilien, Gewerbeimmobilien auch, stehen leer. Aber dafür kann uns niemand nehmen, dass wir Testweltmeisterland waren. Also im Klartext gesagt, dass wir eine geprüfte Nation von Nasenbohrern sind. Und das hat auch hier im Kongresshaus in Salzburg stattgefunden, weshalb ich es eigentlich recht lustig finde, dass hier heute sozusagen ein, nennen wir es mal weitestgehend, schwurbelnaher Veranstaltungsabend stattfindet. Das zeigt einmal mehr, man bückt sich in alle Richtungen, solange denn nur Geld reinkommt. Und ja,
So ist es halt. Wir haben da einst eine Aktion gemacht, der Roman wird das verlinken. Wir haben damals Danksagungen verteilt an die braven Bürger, die mitgemacht haben. Und ihr wisst ja, mitgemacht haben ja fast alle. Jetzt im Nachhinein natürlich wieder keiner, das kennt man schon in Österreich. Und inzwischen gehen ja auch Menschen, wie gesagt, auf die Straße mit Schildern, in denen sie die Grundrechte erwähnen und dabei quasi jene Menschen, die auf die Straße gegangen sind, um für diese Grundrechte zu kämpfen, als Nazis tituliert zu haben. Aber wie gesagt, das ist die perverse Welt, wie sie heute ist. Und damit jetzt einmal unter das Volk. Wir sind einmal raus und der Roman steigt dann ein, wenn die Randale vor der Tür beginnen. Ich glaube nicht, dass ihr da heute jemand hertraut. Die sind von gestern noch ganz ermattet und fertig. Man muss ja sagen, die sind gestern eine Innenstadtrunde vom Bahnhof gegangen. Und wenn es dann regnet und dieser nasse Kaffeefilter im Gesicht klebt, ja, dann ist das schon ein bisschen anstrengend. Besonders, wenn man dann vielleicht nur Oma gegen rechts ist, drei Booster-Intus hat. Also ich gehe davon aus, es gibt hier heute keine Kundgebung. Sollte dem doch so sein, ja mei, dann ist das auch unterhaltsam. Sei es wie sei, wie gesagt, das Salzburger Kongresshaus. Es ist zwar natürlich finster, wenn man spart natürlich draußen an Beleuchtung. Man dreht ja inzwischen auch die Beleuchtung der Hohen Salzburg um 23 Uhr ab. Aber ein kleiner Kameraschwenk hat aus der Ferne, weil man darf natürlich die Leute nicht aus der Nähe filmen, ihr wisst ja, Intims, privat und sonstige Sphären, kein Budertanz sozusagen, festgehalten. Es stehen bereits 20 Minuten vor Eröffnung oder Viertelstunde vor Eröffnung hier schon einige Leute an. Zur Erklärung, der Vortrag selbst ist dann offiziell erst um 20 Uhr. Das heißt, ich denke mal, dass dieser fragwürdige Redner, in Anführungszeichen das fragwürdige, aus der neutralen Schweiz da eventuell doch Publikum anzieht. Wer hätte das gedacht? Und damit sind wir jetzt einstmal wirklich raus, weil der Roman gönnt sich jetzt, bevor es losgeht, wie ich ihn kenne, wahrscheinlich noch ein Räucherstäbchen, und wir grüßen damit wieder alle, die die Probleme wegbeten, wegmeditieren und ja, mit guter Energie das Böse vertreiben. Ganz viel Liebe. Aber ist der Feuerlöscher 2 cm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Soll ich eine Sache holen? Aber wir, sonst hätten es schon längst aufgemacht. Tut leid. Das wäre mein ganzer Saum nächstes Mal schnell. Der Ben hat gesagt, in einer Minute wird aufgemacht. Oder alles gut. Ja, der Hörde hat es noch nicht freigegeben. Kleiner Zwischenruf, aber sollen wir damit eine Schutte genauer eruieren? Man wurde jetzt gerade aufgeklärt, also zur Erklärung, es ist jetzt 18.37 Uhr, das heißt, man verzögert den Einlass seit 7 Minuten, wegen technischer Probleme, wie es erst vom Sicherheitsdienstmitarbeiter, einmal mehr ÖWD, hieß. Inzwischen war von der Organisation Menschheitsfamilie selbst jemand da und hat gesagt, die Behörde hat das Gebäude noch nicht freigegeben. Das ist natürlich zu verstehen, weil das Kongresshaus in Salzburg gibt ja ganz, ganz selten seine Hallen für Veranstaltungen her. Das heißt, für die ist das heute eine völlig überraschende neue Situation. Und da muss man natürlich erst einmal schauen, ob die Feuerlöscher richtig hängen. Keiner einen Zentimeter zu hoch oder zu tief. Dass alles seine Richtigkeit hat. Dass eventuell auch noch ein Desinfektionsspender vor der Transgender-Toilette steht. Und wenn das alles seine Richtigkeit gefunden hat, dann wird man eventuell dann rein dürfen. Es bleibt also einmal mehr spannend, aber wie gesagt, ich finde es gut, dass man an einem Samstagabend noch eine Behörde hat, die nach 18 Uhr noch arbeitet. Wir leben ja inzwischen in einem Land mit Work-Life-Balance und normalerweise findet sich ja ab Freitagmittag selten noch ein Beamter im Dienst. Diese Behörde extra für diese Veranstaltung macht scheinbar heute Überstunden und ja, ich finde, da sollte man dankbar sein. Es regnet auch nicht.
Und ja, die Leute stehen ja eh geduldig. Man ist ja draußen stehen inzwischen gewohnt. Ich erinnere nochmal, wir haben ja einen Landeshauptmann, der ja Teile der Bevölkerung vom Einkaufen ausgeschlossen hat, weil wenn man nicht das passende G hatte und es ging da nicht ums Geld, dann durfte man ja nicht einkaufen. Da stand man dann auch blöd draußen. Insofern alles beim Alten, heiter weiter. Und der Roman steigt dann wieder ein, wenn wir rein dürfen und wenn wir dann eventuell ein Interview mit dem Herrn Schutter, eventuell mit dem Ganser kriegen und dann ja, wird es wieder spannend. Nein, wir sind nicht auf Telefon. Also, wir quetschen uns jetzt mit dem Volk durch eine offene Flügeltür. Es lebe der Sicherheitsabstand, wie es BWL. Ein Desinfektionsständer, wie von mir vorhin erwähnt, steht natürlich auch da. Er leuchtet rot, um die Gefahr zu vermitteln. Ja. Und wir wenden uns jetzt an die Tageskasse zum Herrn Schutte. Und der Roman steigt dann wieder ein, wenn es was Spannendes gibt. Achso. Grüß Gott. Grüß euch. Hi, hi. Genau. Servus, grüß. Hallo, wunderschönen guten Abend. Grüß dich, hi. Ich darf es nicht filmen heute. Okay. Ich darf nicht gefilmt werden. Der ganze Vortrag nicht? Der ganze Vortrag nicht. Okay. Ihr könnt es euch anschauen, aber es darf nicht gefilmt werden. Was okay. Für ein Grund? Weil der Ganze das nicht will. Okay. Aha. Der Vortrag bei ihm wird erst dann gefilmt, wenn er nicht mehr weiter vorgetragen wird. Das ist heute Österreich-Premiere. Aha. Dieser Vortrag wird erst nächstes Jahr freigegeben zum Filmen. Stimmt, ja. Gestern war er entnommen. Ja, ja, aber es ist. Wir waren auch vorgestern gerade. Ja. Darf ich den Gentleman eine Bandung mit? Oder? Also, du kannst einen ans Umigtor, aber lass deine Kamera bitte draußen. Mach mal. Ist schade, aber mach mal. Ja, ich kann es leider nicht ändern. Alles keine Ahnung. Du bringst zusammen. Ah ja. Bitteschön. Dankeschön. Wann haben Sie nicht überwiesen? Dann gehen wir nun mal raus auf eine Power-Meditation. Achtung, Geister, politisch unbequem. Entschuldigung, einmal raus. Dankeschön. Achtung, Geister, politisch unbequem. Dankeschön. So. Ist wieder fertig. Ja, also sofern es der Roman auf der Kamera ins Licht vielleicht, ein bisschen ins Licht. Selbst na da Straßenlaternen, Ständer und politisch wertvoll ohne E-Bike. So. Also, der Roman hat es eventuell festgehalten. Der Herr Schutte hat uns gerade am Eingang mitgeteilt, wir können den Beitrag beiwohnen, natürlich, aber es ist nicht erlaubt, ihn zu filmen. Das heißt, der Roman darf dann, abgesehen von eventuell einem Interview, das man uns vielleicht noch vom Herrn Schutter gibt und vom Herrn Ganser, den Vortrag nicht ins Netz stellen. Das finde ich sehr schade. Die Begründung dafür ist, sofern man es noch nicht festgehalten hat, dass das heute das nach dem Mundner Vortrag gestern, Österreich-Premiere ist und dieser Vortrag zum Thema Imperialismus der USA da nächstes Jahr noch weiterlaufen wird und damit man da keine zukünftigen Seher und Besucher sozusagen bequem von der Couch aus verliert. Ihr wisst ja, der Österreicher sitzt ja ganz gern auf seine vier Buchstaben, ist da heute Filmen für den Raumann nicht erlaubt. Damit ist unsere journalistische, schwurbelige Arbeit etwas eingeschränkt und ihr dürft euch den Vortrag dann irgendwann auf der Seite oder einem Beitrag vom Herrn Ganser bei YouTube selber anschauen. Wir werden natürlich hinterher, weil ich so ein Böser bin, ein Fazit des Abends machen. Das heißt, wir werden dann da vielleicht ein Interview mit dem Herrn Ganser kriegen und ich werde natürlich selbstverliebt, wie ich bin, auch noch ein, zwei Worte dazu sagen. Aber wie gesagt, gefilmt wird nicht und damit wird der Roman jetzt nochmal eine Räucherstäbchen-Power-Meditation machen. Und wir werden da den Andrang an der Kasse mal in aller Ruhe verstreichen lassen, weil wie gesagt, wir müssen uns ja jetzt nicht mehr den Top-Platz organisieren, um das Ganze zu filmen, weil das darf man nicht. Ja, soweit, so gut.
So, da stehen wir jetzt an der Tageskasse vor mir, der Herr Schutte von der Menschheitsfamilie AD, der einmal mehr einen interessanten Vortrag nach Salzburg gebracht hat, wie gesagt, ins Kongresshaus. Und man gewährt uns, nachdem man den Vortrag leider nicht filmen darf, weil es eine Premierenveranstaltung ist, ein kurzes Interview. Nehmen Sie eine 5 Minuten Zeit, dass Sie ins und achte. Herr Schutte, es ist schön, Sie in Salzburg zu sehen. Sie haben ja letztens ein bisschen gesundheitlich passen müssen bei Ihrer Verhandlung in Steyr, haben aber dort gewonnen. Und wie geht es Ihnen jetzt mit dem Urteil und was gibt es da zu berichten? Gibt es noch eine Berufung? Haben Sie da schon irgendwo Post von der Gegenseite, sprich von Herrn Vogel, bekommen? Nein, es ist so, dass ich wieder besser bin, aber ich muss immer noch sitzen, ich kann also nicht aufstehen. Wir haben zwar gewonnen, die Gegenseite hat also Einspruch angekündigt, aber das Ganze kann erst dann passieren, wenn wir ein schriftliches Urteil haben. Okay. Das schriftliche Urteil dauert in der Regel mit der Begründung 4 bis 6 Wochen. Danach kann die Gegenseite einen Widerspruch einreichen und mir unseren Schriftsatz dazu. Und dann entscheidet die nächsthöhere Behörde, ob sie den Widerspruch zulassen oder nicht. Und sehr wahrscheinlich aufgrund des Urteils wird es keinen Widerspruch geben. Also es ist ein schönes Abendessen für den Herrn Ganser und mich. Und wir freuen uns darauf, dass der Bürgermeister für den Kürzeren zieht. Denn es darf nicht sein, dass ein Bürgermeister festlegt, was seine Bürger hören dürfen und was nicht. Nicht nur seine Bürger, es sind ja auch Interessierte aus dem Umland zu dem Vortrag gekommen, genau. Mit Sicherheit. Und ja, wie gesagt, heute stehen wir in Salzburg im Kongresshaus. Erstaunlicherweise einst als Teststraße genutzt, jetzt als Vortrag für einen Schweizer Staatsbürger, der ja laut Ihrem Herrn Vogel da in Steyr fragwürdig ist. Wie fühlt man sich, wenn man das in Salzburg unbehelligt tun kann? Also ich fühle mich in Salzburg immer wohl. Wir waren ja letztes Jahr, also am 2. Mai schon, bei einem Vortrag hier drin mit 1200 Leuten und es ist heute fast ausverkauft. Es wird sicher ein toller Abend. Wir erwarten einen Ferdinand Wiedscheider und andere bekannte Leute aus Österreich und freuen uns schon alle auf einen tollen Vortrag. Wir auch. Sie haben gerade die Teilnehmerzahl genannt. Wissen Sie, wie viele Besucher heute da erwartet werden? Wir werden so um die 900 Besucher. Okay, also knapp an der 1000er-Marke an einem Samstagabend zum Monatsende ja durchaus. Ja, vor allen Dingen, es sind auch heute sehr interessante Konzerte in Salzburg. Es ist unter anderem, also der Pianist Levit ist da, den ich selber auch schon gehört habe. Und der ist natürlich nicht so oft unterwegs wie der Ganser, aber es wird sicher für alle ein toller Abend. Nein, ich habe vor kurzem auf, ich glaube es war Spiegel TV, und ich habe da sehr gestaunt, einen Beitrag von Spiegel gesehen auf YouTube über die Left Behind Truppen, also quasi so Geheimarmeen. Ja. Letztendlich ein Thema, dem sich der Dr. Daniele Ganser auch gewidmet hat. Und ich habe sehr gestaunt, dass sich jetzt auch der Spiegel solcher Themen annimmt, nachdem man die Person des Herrn Ganser ja nach seiner Äußerung über das WTC 7 da ziemlich verrufen hatte und da sogar einen negativen Eintrag auf seiner Wikipedia-Beurteilung gab. Also das ist schon spannend, es kommen doch Dinge ins Rollen. Ich sage auf alle Fälle danke für das Interview. Gerne. Danke, dass Sie diesen Vortrag heute in Salzburg möglich machen. Ja, wir werden uns jetzt unter die Zuschauer mischen und wünschen uns und Ihnen einen schönen Abend. Wir haben. Bis danke. Demnächst im Februar, glaube ich, ist ja dann schon der nächste Vortrag von der Menschheitsfamilie hier in Salzburg, in Albach. Wir sind dann in Halwang mit dem am 9. Tögel. Februar, glaube ich. Ja, genau, wir sind dann wieder hier drin am, glaube ich, 21. Februar mit Marco Riemer, mit dem bekannten Schweizer Komiker. Also wir bringen schon, ich glaube, allein in diesem Jahr 8 Beiträge in Salzburg. Dann Dankeschön. Hätte ich gesagt, heiter weiter, vielen Dank und weiterhin gute Besserung. Danke. Damit es gesundheitlich ein erfolgreiches Wahljahr 24 wird und bis demnächst bei den Veranstaltungen der Menschheitsfamilie. Vielen Dank. Danke. Viel Erfolg mit der Menschheitsfamilie weiterhin. So. Dankeschön. Hallo, sehr viel Kamera. Grüß dich, hi. Normalerweise hätte ich bock da einfach einmal ein bisschen Infomaterial ein.
Ja gut, dann schau ich mal, was da für tolle Bücher gibt. Ja, man kann einmal nicht sagen, dass man ja, da bringt der Daniel Ganser auch hervor, dass es selbst in der Schweiz eine Geheimarmee gibt. Nicht nur die Gladio, die europäische Geheimarmee. Haben wir da die illegalen Kriege. Darf ich bitte kurz? Sehr, danke. Sehr, machen Sie. Sehr freundlich. Ja, das ist zu viel. Klar, nichts mit. Bis später. Jo. Ja, und zu dieser Zeitung, das geht zurück auf Ken FM, also Ken Jebsen. Englischsprachige investigative Journalisten mit dem Hintergedanken oder Grund, aus dem Ausland einmal den Fokus von der Presse zu haben auf die weltlichen, zeitlichen Geschichten und Presseartikel. Klingt volle spannend. Spektrum. Klingt spannend. Finde gut, dass da für die Jeder wird jemanden kennen Werbung auflegt. Diese Richtung, du wirst angestrahlt. Ich werde angestrahlt, na hervorragend. Oh, ihr seht, ich kämpfe gerade wieder draußen mit den Widrigkeiten der Unterbrechung der Hitzephase, sprich wir haben immer nur Winter. Ich darf heute einmal mehr in den Dienst gehen. Wie gesagt, habe das eingangs schon erwähnt, Säufersonne stand vor zwei Tagen, glaube ich, im Zenit. Das heißt, es wird lustig, es ist Samstag, zugegebenerweise Monatsende, also wahrscheinlich nicht so wie der Wöginger gesagt hat, dass die Clubs voll sein werden, aber egal, wichtig ist warm angezogen, nicht, dass ich mir ein Schnüpfchen einfange, weil ihr wisst ja, das könnte Corona sein, weil alles andere haben wir ja dank Maske ausgerottet. Ein schnelles Fazit, bevor es in die Arbeit geht. Ich war sehr angetan, das ist jetzt eigentlich für den Vortrag völlig nebensächlich, aber ich wäre sehr angetan, auf welch großen Fuß Herr Ganser lebt. Also der Roman hat einen Schnappschuss gemacht, weil man ja nicht filmen durfte vom Herrn Ganser auf der Bühne. Vielleicht sieht man es da. Er hatte weiße Sneakers an und er hat sehr große weiße Sneakers getragen. Damit zum Vortrag selber. Absolut sehenswert, absolut interessant. Ich habe natürlich auch, wie sich das gehört, irgendwo in der Schwurblertasche nicht nur Material, das wir verteilen, sondern wir haben natürlich da auch einen etwas dickeren Schmöker zum Lesen für die nächste kalte Zeit, falls sie denn kommt. Und ja, der Roman hätte noch eingefügt, dass der Vortrag eventuell nicht ganz vollständig war. Dem würde ich grundsätzlich inhaltlich beipflichten. Gehen tut's da sozusagen um die Geschichte. Das soll ja auch schon gerne selbst erzählen. Ich würde gerade sagen, um die Geschichte Hawaiis. Das wird der Roman dann jetzt auf dem Weg in meinen Job selber erzählen, weil ich muss jetzt, wie gesagt, in den Dienst. Und nachdem ihr ja den Vortrag vom Dr. Daniele Ganser leider ohnehin nicht sehen könnt, weil wir ihn nicht filmen konnten, könnt ihr auch gar nicht bemerken, ob es da eventuell einen kleinen Fehler gab oder nicht. Nichtsdestotrotz hätte ich gesagt, gehe ich jetzt einmal wieder Geld verdienen, weil das ist ja in diesen Zeiten leicht ausgegeben und schwer verdient. Der Roman begleitet mich noch einen Teil des Weges und genießt dabei jetzt noch langem aufmerksamen Zuhören und einer etwas überforderten Gastronomie. Ich halte fest, überall durfte Schlange gestanden werden da drin. Jetzt eine weitere Meditationsräucherstäbchengeschichte. Und ja, ihr könnt es mir beim selbstverliebten Schwafeln eh beim Reden zuhören. Beziehungsweise ich gebe jetzt, weil die Nachtgastro eigentlich gar nicht so spannend ist, dass sie da Roman dokumentieren wird. Weil wie man fortgeht, wisst ihr wahrscheinlich eh immer nur selber. Und falls ihr es in den Lockdowns verlernt habt, ja, da seid ihr dann selber schuld.
Und deswegen sage ich, ich übergebe jetzt den Kameraschwenk an den Kameramann, den Mann mit dem hawaiianischen Background und meinen wackeren Mitstreiter, den Roman. Cheerio und howdy Partners. Ja, ist man wirklich sehr umfangreich und sehr, ja, von den kriegstreibenden Machenschaften der USA sehr, sehr komplett, kann man sagen. Ein paar Zwischenkriege wurden natürlich des Zeitmangels natürlich ausgelassen, er hat die wichtigsten erklärt. Nur einen kleinen Schnitzer, oder vielleicht wollte er es so nicht erwähnen, weil da Amerika noch ein bisschen ein anderes Amerika war, hat er ausgelassen, er hatte erwähnt, so viel kann man schon teasern, ohne gleich den ganzen Vortrag jetzt zu die Banken. Er hatte erwähnt, dass Italien... Keine Anglizismen, bitte. Ja, stimmt, irgendwo habe ich es auch noch drin. Aber dennoch, er hatte erwähnt, das erste Land, das Amerika kriegerisch beeinflusst hatte, war Italien. Das ist so nicht so ganz richtig. Schon im Zweiten Weltkrieg, als sich Hitler da irgendwo so breit gemacht hatte, war auch schon Amerika sehr aktiv und hatte zum Beispiel in der Pazifikregion, da gibt es ja sehr viele Inselstaaten, angefangen auch gewisse Staaten zu annektieren. Der letzte Bundesstaat in Amerika ist ja Hawaii gewesen, der den Anschluss fand in Amerika. Nur das war auch nicht so ganz freiwillig, möchte man doch sagen, sollte ich sagen. Danach, als Hawaii sozusagen der Bundesstaat dann wurde, haben sie sich noch etwas weiter versucht, in den Osten des Pazifikraums voranzuschreiten. Fingen dann an bei den Inselstaaten der Philippinen und weiter nach oben Richtung Japan sich vorzuarbeiten. Und da hatte sich dann Japan, in ihrer weisen Voraussicht, würden die Japaner sagen, das sage jetzt nicht ich, sich sehr bedroht gefühlt, haben schon gemerkt, wo der Braten hinläuft und wollten das in dem Sinne verhindern, dass sie annektiert werden, indem sie dann selbst einen Aggressor abwehren müssen, den eher den ersten Schritt zu wagen und dies zu unterbinden. Und haben dann, ihr kennt ja das Ereignis von Pearl Harbor, dann selbst versucht, mit kriegerischen Absichten, Daniel Ganz hat gesagt, ja, es ist illegal, Kriege in fremden Staaten auszuführen, aber Japan dachte, also es dient zu ihrer Selbstverteidigung, ja. Und somit kann man schon mal sehen, wie auch Hawaii annektiert wurde. Auf das wollte ich eigentlich primär hinaus. Ich mische mich da jetzt aber noch mal ganz kurz rein. Also gerne. Daniele Ganser hat als den ersten Militärschlag nach dem Zweiten Weltkrieg in Bewegung imperialistischen Staat 1948 Italien genannt. Und ja, Pearl Harbor war vorher, aber wie gesagt, das war in den Irrungen und Wirrungen des Zweiten Weltkriegs. Und ich hätte mal gesagt, du hast einen kleinen zeitlichen Schnitzer. Es ist alles korrekt, was du über Hawaii gesagt hast. Aber Hawaii kam erst in den 50er Jahren zu den USA. Und als letzter Bundesstaat. Das heißt, deine Aussage ist richtig, aber zeitlich hast du unrecht. Ja, sagen wir mal, es wurde offiziell dann zu einem Bundesstaat. Doch die Anfänge dessen, wie das geschehen konnte, wurden schon im Zweiten Weltkrieg ausgeführt. Das ist richtig. Aber gut, dass du das erwähnst. Das ist natürlich sehr korrekt. Da stimme ich dazu. Weil sollte man ja auch erwähnen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja doch den einen oder anderen Aufmerksamen und Gott sei Dank auch den einen oder anderen gebildeten Seher unter unseren wenigen Sehern. Und da sollte man natürlich versuchen, keine Fake News zu verbreiten. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mische mich da nochmal kurz ein. Vielen Dank. Und ja, wie gesagt, die grün beleuchtete analoge Uhr zeigt, dass wir den 25. Jänner haben. Gerade eben die Temperatur und jetzt die Uhrzeit, also wir haben 22.39 Uhr. Man sieht da oben das Fortner und es hat aktuell plus 1 Grad. Ich weiß nicht, ob deine Kamera das auf die Distanz festhält, aber so habe ich es gerade da abgelesen. Das heißt, alle, die sich jetzt wieder aufregen werden, ja,
Die Gefahr in der Welt sind ja nicht die Kriege, sondern das Klima. Nein, ich pflichte da Herrn Ganser bei. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass natürlich Kriege grundsätzlich auch total schlecht fürs Klima sind. Ihr wisst schon, so ein Tank, also so ein Panzer, braucht weiß ich nicht wie viel Liter Diesel nur für ein Wendemanöver. Von Uranmunition und sonstigen Sachen brauchen wir jetzt gar nicht reden. Deswegen einmal mehr, nicht mit Kartoffelpüree um sich werfen, nicht auf die Straße kleben, irgendwo bei uns und den Pendler segieren, sondern sich vielleicht mehr für den Frieden einsetzen. Und das kann meines Erachtens noch auch nicht passieren, wenn man sich berufen fühlt, jedem das Leben nach einem Green Deal vorzuschreiben. So, haben wir einen Zebrastreifen, der Taxifahrer hat das erkannt, der Busfahrer nicht, macht aber nichts. Ich hätte vielleicht noch eine Frage an die lieben Zuseher, helft mir mal bitte, ihr habt da so, ich kenne mich da zu wenig aus, darum vielleicht könnt ihr uns oder mir jetzt in diesem Punkt weiterhelfen. Ich habe ja auch heute gelernt, illegale Kriege in fremden Ländern sind verboten, das verstehe ich voll und ganz. Dennoch, es ist ja auch verboten, illegal sein eigenes Volk mit militärischen Maßnahmen in tödlicher Absicht zu bekämpfen. Und da möchte ich mal eine Frage stellen, ob ihr mir da aufklären könnt. Ukraine hatte 2014 nach dem Maidan-Putsch ja angefangen, die ostukrainischen Mitbürger, die russischer Abstammung waren, mit einer Art Blitzkrieg, könnte man doch sagen, auch zu dezimieren. Bis 2022 waren es dann schon über 10.000 Kinder, Frauen und Männer, die da ermordet wurden in diesem Krieg. Da frage ich mich, ist es dann eigentlich von der russischen Seite um ihre alten Genossen, Genossinnen aus der alten UdSSR-Zeit eher ein Beschützungs-, ein Befreiungskrieg, damit das Morden aufhört? Denn es hat dann nicht nur etwas damit zu tun, dass sich die NATO ausgebreitet hat, dass dies der Grund war. Ich denke doch, hat es eher angefangen, dass die Ukraine selbst begann, einen eigenen Genozid an ihre Bevölkerung auszuüben. Wenn Sie mir da weiterhelfen könnt, bitte klärt es mich aus, damit auch diese Fragen bei mir geklärt sind. Noch einmal zurück zum Elvis. Ich wollte gerade sagen, wenn du da schon Quizfragen stellst, habe ich auch noch eine. Es kam im Vortrag auch ganz kurz, aber doch wichtig, die Rede auf die Sprengung von Nord Stream 1. Ja. Und es wurde da eben festgelegt, dass die Amerikaner eventuell da dahinter stecken und die Amerikaner es aber mitunter auch aufgeklärt haben. Da gibt es jetzt natürlich die Variante von Simon Hirsch, die Dr. Daniele Ganser angesprochen hat. Es gibt aber auch die Variante, die Präsident Biden, Olaf Scholz, ohne Begleitpersonen auf einem US-Besuch mitgeteilt hat. Das ist die ominöse Geschichte von diesem gecharterten Boot mit den 6 ukrainischen, wie soll man sagen, Terroristen. Das heißt, diese Geschichte besagt, die Ukraine hätte die Nord Stream gesprengt. Jetzt wissen wir aus Medienberichten, die Ukraine hat einst eine Drohne russischer Herkunft auf Polen geschossen, ein NATO-Land. Und die Ukraine hat dieser Erzählvariante nach Nord Stream gesprengt, also quasi damit einen wirtschaftlichen Sabotageakt an der Bundesrepublik Deutschland vollzogen, ebenfalls NATO-Partner. Und ich stelle mir die Frage, was darf oder muss die Ukraine noch tun, damit eventuell genauso hart gegen sie vorgegangen wird, wie einst zum Beispiel gegen die böse arabische Welt nach 9-11. Da genügten 2 eingestürzte Türme und es folgte sofort der Bündnisfall. Ja. Jetzt hat die Ukraine tatsächlich der aktuellen Erzählweise nach 2 verschiedene NATO-Länder angegriffen. Es ist nichts passiert. Das ist nur so eine Frage.
Gute Frage, gute Fragen. Ja. Fragen, die uns plagen, könnte es uns besser sagen. Der Roman ist schon wieder im Dichtmodus. Das stimmt mich auf den Dienst ein. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. So, nachdem wir ja Samstagabend haben und der Roman da einfach gerade am Start ist und schauen kann, wie ich mich mit dem Klebeband mit kalten Fingern ärgere, hätte ich gesagt, ja, aber das noch festhalten. Damit bin ich dann tatsächlich raus, habe meine heutige Aufklärungspflicht fast erfüllt, weil ich sage, den Vortrag leider nicht, aber wir respektieren den Wunsch vom Herrn Schutzer im Namen vom Herrn Ganser, da eben nicht zu filmen. Ja, den Herrn Dr. Ferdinand Wegscheider haben wir leider auch nicht vor das Mikro schrecklich die Kamera gekriegt. Aber der Wahnsinn wird ja noch eine Weile über uns hereingebrochen bleiben. Wie gesagt, der Kanzler hat ja große Visionen mit seinem Österreich-Plan festgelegt und somit mache ich jetzt einfach meinen kleinen Plan. Ich gehe arbeiten. Verabschiede mich damit von euch, liebe Seher von CryptoTV und vom armseligen Österreich und vom Roman und bin raus. Jetzt darfst du die Kamera senken und ich melde mich, sobald ich morgen munter bin und ja, da darfst du natürlich auch noch drauf filmen. Einen schönen. Schönen Abend, guten Dienst. Und euch wünsche ja alles Gute. Ich zünde jetzt mit Zigaretten wieder an. Die Kälte hat sich gelöscht. Und Papa wird euch, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.